Hast du dich jemals gefragt, warum du dich nach dem Essen manchmal träge oder unwohl fühlst? Es könnte an dem liegen, was du direkt nach dem Essen tust. Heute tauchen wir in die Welt der Verdauung ein und entdecken 6 Dinge, die du nach dem Essen unbedingt vermeiden solltest, um deine Gesundheit zu fördern und dich besser zu fühlen. Nummer 1. Sofort Sport treiben. Direkt nach dem Essen ins Fitnessstudio zu stürzen, ist keine gute Idee. Dein Körper ist beschäftigt, die Nahrung zu verdauen, und wenn du ihn mit intensivem Training belastest, kann das zu Verdauungsstörungen und Unwohlsein führen. Gib deinem Körper etwas Zeit, um die Nahrung zu verarbeiten, bevor du dich ins Workout stürzt. Nummer 2. Rauchen. Viele greifen nach dem Essen zur Zigarette, aber das ist eine der schlechtesten Entscheidungen für deine Gesundheit. Rauchen nach dem Essen kann die Aufnahme von Nährstoffen beeinträchtigen und das Risiko für Darm- und Magenkrebs erhöhen. Also, lass die Zigarette lieber stecken. Nummer 3. Sofort schlafen gehen. Direkt nach dem Essen ins Bett zu gehen, kann zu Sodbrennen und einer gestörten Verdauung führen. Dein Körper braucht Zeit, um die Nahrung abzubauen, und das funktioniert am besten, wenn du wach und aufrecht bist. Warte also ein paar Stunden, bevor du dich schlafen legst. Nummer 4. Eiskaltes Wasser trinken. Ein Glas eiskaltes Wasser mag erfrischend sein, aber direkt nach dem Essen kann es die Verdauung stören. Kaltes Wasser kann die natürlichen Verdauungsenzyme verlangsamen, was zu Verdauungsproblemen führen kann. Wähle stattdessen lauwarmes Wasser. Nummer 5. Früchte essen. Früchte direkt nach dem Essen zu essen, kann zu Blähungen und Verdauungsproblemen führen. Früchte werden schneller verdaut als andere Lebensmittel und können im Magen gären, wenn sie auf schwerere Nahrungsmittel treffen. Warte lieber 1 bis 2 Stunden, bevor du Früchte isst. Nummer 6. Duschen oder baden. Ein heißes Bad oder eine Dusche direkt nach dem Essen kann die Durchblutung deines Körpers zu deiner Haut umleiten und so die Verdauung verlangsamen. Warte lieber, bis dein Essen etwas verdaut ist, bevor du unter die Dusche springst. Jetzt weißt du, welche 6 Dinge du nach dem Essen vermeiden solltest, um deine Verdauung und dein allgemeines Wohlbefinden zu verbessern. Hast du schon einmal eines dieser Dinge gemacht und dabei eine Veränderung in deinem Wohlbefinden bemerkt? Teile deine Erfahrungen mit uns in den Kommentaren. Vergiss nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du kein Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleib gesund!